Adrian's vlogs are some of the most intense vlogs I've ever watched in my life. You should subscribe now. Hit subscribe. Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin gerade auf dem Weg in die Arbeit und ich bin leider wie immer etwas zu spät. Deshalb werde ich mich jetzt beeilen und wir sehen uns dann dort. So, da kommen die Rechnergehäuse. Cool, packen wir jetzt gleich aus. Okay, das war jetzt dann doch mehr. Das sind die ganzen Computerteile. Aber das erkläre ich euch gleich nochmal. Das sind die ersten Teile für den Rechner oder drei Rechner, besser gesagt. Und das werden wir jetzt mal auspacken. So, ich habe jetzt alles ausgepackt. Das sind PC-Teile für drei Rechner. Zwei kommen diese Server-Racks. Das werden wir alles zusammen machen und ich werde euch mitnehmen. Es sind leider noch nicht alle Teile gekommen. Leider fehlt der Arbeitsspeicher, die Festplatten und die M2-SSDs. Aber ich denke, wir kommen heute trotzdem ein gutes Stück weit und ich nehme euch da auf jeden Fall mit. Und wir werden den Rechner zusammenbauen. Ich glaube, das wird auch für euch ganz interessant. Es sind wirklich gute Teile. Wir haben hier die GeForce RTX 3060. Die 3080 ist ja relativ teuer und schwer zu bekommen. Aber das wird, glaube ich, eine gute Sache. Und ich freue mich schon, euch da mitzunehmen. So, jetzt montieren wir gerade den CPU-Kühler und danach den Prozessor vom ersten PC. Und wir haben noch einen Gast bekommen. Sehr verehrte Joe Willis. Say something. Servus. Alles zusammen. Hallo zusammen. Yes. I'm not also two in here. Okay. These are from somewhere else. Are you for sure? So, ich habe jetzt den CPU-Kühler montiert. Das war tatsächlich relativ anstrengend. Schaut euch mal den riesen Brocken an. Und als nächstes machen wir den Prozessor rein. Das ist der AMD Ryzen 9 5900X, 12 Kerner. Hier ist der Coffee, Sir. So, jetzt setzen wir die CPU ein. Oh je. Oh. So, das war's für heute. Ich mache jetzt Feierabend. Ich habe jetzt Feierabend und ich gehe jetzt noch einkaufen und koche mir später was Schönes. Was ich genau koche, weiß ich noch nicht, aber ich werde es mir gleich drin überlegen. Ich war jetzt einkaufen. Und ich habe mich für Hähnchengeschnetzeltes entschieden. Und das werde ich jetzt gleich kochen. Juhu! Das ist mein glorreicher Einkauf. Kaffee, Pringles, Vollkorntoast, gute Berchtesgadener Milch, Schlagsahne, Käse, Dominosteine. Die liebe ich übrigens, by the way. Und ja, ich weiß, Fleisch aus Plastik und vom Netto nicht optimal. Aber es gibt Leute, die müssen den ganzen Tag arbeiten und es muss auch gegessen werden. Die Tiere sind auch gestorben, um gegessen zu werden. Und wenn es schnell gehen muss,
dann darf schon mal sein, sonst doch lieber vom guten Metzger. Aber wie gesagt, ich habe bis eben gearbeitet und heute gibt es Hähnchengeschnetzeltes. So, was gehört zu jedem Kochabend dazu? Natürlich ein kleiner Schluck Wein. Der darf schon mal nach Feierabend sein, oder was meint ihr? So, das Wasser für den Reis kocht auch schon. So, jetzt braten wir das Fleisch schön an. Und jetzt kommt Paprika drauf. Man muss aufpassen, dass die Kamera nicht beschlägt. Da darf man nicht sparen. Da darf schon ordentlich Paprika drauf. Das Ganze nochmal scharf anbraten. Und jetzt die Sahne. Alles gut verrühren. Gut verrühren alles. Und jetzt die Champignons. Champignons, 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 Champignons. So, gut verrühren und jetzt schön aufkochen lassen. So sollte das dann nach Möglichkeit ausschauen. Es schaut in echt besser aus als auf der Kamera. Aber es schmeckt super, kann ich nur empfehlen. Voila, geschnetzeltes mit Reis und Champignons. Das war wirklich ein anstrengender Tag. Ich werde jetzt noch das Video für euch fertig schneiden. Ich hoffe, der Vlog hat euch gefallen. Lasst ein Like, Kommi und ein Abo da. Würde mich echt freuen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Euer Adrian. Schönen Abend.